Hallo, willkommen bei einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Heute erzähle ich euch mal was über Dosierpumpen und wir fangen mit der Tech 4 an. Die haben, ist eine Vierkanal-Dosierpumpe, die packen wir mal aus, gucken wir mal, was rauskommt. Wenn wir sie aufkriegen, da muss man aufpassen. Das Messer ist höllisch scharf. So, Pumpe, Netzteil, Schlauch und ein Messzylinder zum Kalibrieren. Gebrauchsanweisung natürlich auch. Die brauchen wir heute nicht. Die weiß, wie es funktioniert. Ja, mit der Dosierpumpe habt ihr 4 Kanäle. Die kann man aufrüsten auf bis zu 12 Kanäle. Dazu gibt es hinten hier noch 2 zugeklebte Stecker. Da kann man dann jeweils noch ein Zusatzgerät anschließen und über das Basisgerät bedienen. Ich habe die Dosierpumpe jetzt mal in den Depotständer reingestellt. Das ist ein Depotständer, den bieten wir auch an. Da kann man jetzt 8 Flaschen reintun, also 8 Halbliter Flaschen oder 6 Liter Flaschen. Und da geht dann auch zum Beispiel eine EP4, eine Vierfacherweiterung, kann man da dazustellen. Da hat man 8 Kanäle. Können wir uns auch noch mal eine dazustellen und die Schläuche auch weiter verbinden. Also die Pumpen, die saugen 2 Meter Höhenunterschied an und pumpen bis zu 20 Meter Wassersäule, heißt es. Ja, jetzt schließe ich die einfach mal an. Da ist dann auch ein Schlauch dabei. Eine Seite ist die Saugseite. Also das Ding hält super, wenn es mal drin ist. Schneide es mal hier ab. Aufpassen, dass man den Finger abschneidet. So. Machen wir hier mal den Deckel runter. Hier rein. Na, jetzt ist er raus. So. Die Pumpenköpfe kann man auch zum Beispiel, wenn man die, kann man in alle Richtungen drehen. Also 90 Grad immer jeweils. Da könnt ihr die Schläuche alle hier nach links legen oder nach rechts oder nach unten oder nach oben. Man muss es halt immer, also es geht hier runter, sieht man hier. Der geht, kann man dann drauflaschen und wieder einrasten. Und dann gibt es die verschiedenen Modi. Zum Beispiel jetzt, mit dem kann man jetzt all die einzelnen Pumpen laufen lassen, um eben zum Beispiel die Schläuche zu füllen. Man sieht es jetzt hier, wie der Schlauch jetzt hier gefüllt wird. Geht natürlich bei den anderen Pumpen auch. Oder hier die Kalibrierung, dass man eben die Genauigkeit von 3-5% kriegt man dann hin. Wieder die Dosiergenauigkeit, die Uhr einstellen und das Programm einstellen. Gehen wir jetzt mal rein, Programm einstellen. Das ist jetzt Setup für den einen Block, für das Basisgerät. Wenn die anderen jetzt angeschlossen sind, kann man dann auswählen, Pumpe 1 bis 4 oder Pumpe 5 bis 8 oder Pumpe 9 bis 12. Gehen wir jetzt mal rein, bestätigen wir mal. So, die Pumpe 1 machen wir jetzt mal. Und da geben wir jetzt die Dosiermenge pro Tag ein. Also das geht jetzt von 1 Milliliter bis 1999, also 2 Liter im Prinzip. Pro Tag kann man da dosieren. Jetzt machen wir mal 90 Milliliter. So. Und dann will er wissen, wie oft will ich das jetzt dosieren oder beziehungsweise auf wie viele Portionen will ich das aufteilen. Wenn ich jetzt hier mit einmal mache, dann macht er einmal am Tag 90 Milliliter. Wenn ich das jetzt auf 24 mache, dann macht er jetzt zum Beispiel 90 Milliliter durch 24. Und dann die Startzeit. Da kann man jetzt die Zeit eingeben. Also bei einer einmaligen Dosierung kann ich jetzt zum Beispiel eingeben 12 Uhr zum Beispiel. Dann dosiert er um 12 Uhr. Wenn ich das jetzt nicht auf 24 mal verteile, die Dosis, ist die Einstellung eigentlich überflüssig, weil das dann jede Stunde macht. Wenn ich jetzt weitergehe, sieht man hier die Tage, die Wochentage. Hier kann ich jetzt einstellen, an welchen Tagen er dosieren soll oder auch nicht. Also wenn jetzt überall eine 1 drin steht, bei Monday, Tuesday, Wednesday jeweils 1. Das heißt, er dosiert jeden Tag in der Woche die eingestellte Menge. Und jetzt kann ich natürlich eine 0 machen, dann dosiert er zum Beispiel montags nicht. Dienstags dosiert er wieder, mittwochs dosiert er nicht,
Donnerstag dosiert er wieder, Freitag nicht. Und Samstag und Sonntag dosiert er. So. Und raus. Und nochmal raus. Und das hat er sich gemerkt. Und er dosiert jetzt die 90 Milliliter auf 24 Portionen jede Stunde an den eingestellten Tagen. Gut, wir haben jetzt noch, was wir auch noch haben, jetzt haben wir zum Beispiel, wenn ich das jetzt, den Schlauch muss ja irgendwie befestigen, da haben wir dann einen Schlauchhalter, da kann ich den Schlauch jetzt hier reinspannen. Also grundsätzlich sollten die Schläuche von der Dosierpumpe, wo Spurenelemente ins Aquarium dosieren, niemals ins Wasser hängen. Weil teilweise kann es sein, dass, kommt darauf an, was es dosiert, was die Dosierpumpe dosiert, wenn die Flüssigkeit mit dem Wasser in Berührung kommt, dass es dann hier Klumpen gibt, also dass sie verklumpt und dann irgendwann mal steht zu. Also immer grundsätzlich außen haben, die Dosierpumpe immer über dem Wasserspiegel, dass nichts passiert, sicher ist sicher. Ja, das war's eigentlich schon. Ganz easy eigentlich zu bedienen. Ja, und die Dosierpumpen, die sind sehr langlebig, also die machen 10, 15, 20 Jahre. Wir haben immer wieder welche zum Reparieren. Der letzte war mal eine, die war 18 Jahre alt. Jetzt haben wir auch wieder eine gehabt, einen Kunde, der hat sie auch eingeschickt. Da war bis die Sicherung kaputt, die war auch schon 12 Jahre alt. Wenn man die gut pflegt, die Pumpenköpfe immer schön reinigt, dann passiert da gar nichts. Wenn der Strom weg ist, die Uhr läuft, also die Programmierung bleibt grundsätzlich drin und die Uhr läuft, so zwei Tage läuft die mit. Also wenn der Strom wieder kommt, heißt es nicht, dann fängt die an zum Spinnen, sondern die merkt sich das alles. Und ja, Ersatzteile gibt es bei uns natürlich auch, also Pumpenkassette, Motoren, Schläuche, was auch immer kaputt gehen können, aber in der Regel, also so ein Schlauch, der hält also zig Jahre normalerweise. Das ist ein ganz hochwertiger, also ist kein Silikonschlauch hier, sondern ist ein Neoprenschlauch, kennt ihr vielleicht vom Taucheranzug, das ist das gleiche Material oder was ähnliches zumindest. Und es ist also wirklich sehr, sehr robust und eigentlich fast unkaputtbar. Uns ist halt sehr wichtig, dass man also die Teile auch jahrelang oder Jahre später noch reparieren kann, wenn dann mal wirklich was kaputt ist. Und ja, wir wollen eigentlich keine Wegwerfartikel produzieren, wo man dann jetzt ein Jahr hat und dann schmeißt man es weg und sagt, ja Gott, hat ja bloß so und so viel Euro gekostet, kaufen wir neue. Die Dinger sind wirklich sehr, sehr langlebig und zuverlässig. Ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt alle. Und ansonsten auf YouTube, Facebook und Instagram könnt ihr uns folgen. Das nächste Mal kommt eine andere Dosierpumpe mit rein. Also viel Spaß noch. Tschüss.